Jo, herzlich willkommen zu den Top 8 Profilen vom SCS Weihnachtsturnier am 13.12. gesponsert von Yu-Gi-Oh! Card Market. Und heute habe ich jetzt hier den ersten sitzen. Der Tommy Zocker? Nein, der. Ja, was? Der Lars. Aus. Der Lars aus Leipzig. Ja. Und du hast heute gespielt? Stellar Knight, wie man sieht. Jo, man sieht's hier. Ich fange erstmal an hier mit dem Extra-Deck und erzähle einfach mal ein bisschen was über das dein Turnier, wie es heute verlief, wie du gegangen bist bis jetzt. Also 5-1 bin ich gegangen bis jetzt. Also sicher Tops. Ja, was soll ich noch erzählen? Na, was waren gute Karten? Was lief heute gut? Weil du welche Karte hast heute viel geregelt? Beste Karte war halt die heute. Gegen Mirrormatch, gegen Dante. Gegen? Und was noch? Mirrormatch, Dante. Ja, reicht aus. Secker? Ja, und den Secker vor allem. Und wer hatte die Karte empfohlen? Wer hätte die Karte empfohlen, sagt? Ja, komm, Max, brauchst du. Ja, danke schön. Jo, auf jeden Fall hier Standardbild von Monstern her. Also das Einzige, was halt wirklich zu nennen ist, ist die Chaos Trap Pool. Dann spielt halt einmal diese Oasis of Dragon Souls. Jo, zwei Breakthrough Skill, zwei Emptiness nur? Reicht aus. Okay. Was ist deine Meinung zum nächsten Format? Also was denkst du, was jetzt mit der Bandit List weggeht? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich lasse mich überraschen. Okay. Jo, dann das zum ersten Profil und viel Glück in den Top 8 dann. Jo, gleich haben. Okay, ich habe jetzt hier schon den dritten von den Top 8, den Wladimir. Hi, woher kommst du? Aus Halle. Aus Halle? Ich dachte, du wärst Leipziger. Ja, ich musste mich an der Cover verstecken. Oha, vor Kauz. Ja. Was Angst vor dem? Ja. Frisst dich bestimmt auch. Ja gut, was hast du heute gespielt? Ja, es hat Halle Knight. Und wie bist du durch die Vorrunde gegangen damit? Zu 1. Gegen was hast du heute verloren? Gegen Satellite Knight habe ich verloren. Geil. Und was war die beste Karte heute? Meine beste Karte war Libro de la Luna. Also Book of Moon? Also Book of Moon. Und warum war es so gut? In welchem Matchup? Nee, ich weiß nicht, so gegen Vanity's Feind und gegen Flying Sea. Und konnte ich dann halt wieder ausrasten und mit der eigentlich nur ins Spiel kommen. Okay. Das war mein einziges Out. Ein Schattenspiegel main, wieso? Weil ich zu arm bin, um mir eine dritte Emptiness zu holen. Oh. Also eigentlich ist es eine Emptiness. Wie viele Cliffords hast du bis jetzt heute als Gegner? 1. Na gut, also da war er bis jetzt noch nicht so schlimm, dass du den Einschattenspiegel hattest, denke ich mal, für das eine Spiel. Ja. Jo, sonst noch zu dem Side-Deck. Gucken wir mal fix drüber. Chain Disappearing ist doch wieder im Side. Ja. Wieder im Komma, oder wie? Muss schon sein. Und ein Non-Fusion-Area nur? Warum? Eigentlich wollte ich 2 spielen. Dann habe ich mir überlegt, dass Shadow Link Roseka spielt und dann habe ich mich doch für 2 Defusions. Ah, okay. Jo, dann zum Extra-Deck, da ist halt auch nichts anderes, das ist ein Delta Ross hier, die Ghost Rare. Jo, sonst auch nichts weiter. Tsukuyomi spielen jetzt auch viele zur Zeit, oder? Ja, das ist krass. Ja, kann ich halt schön öffnen damit. Was hältst du vom aktuellen Format? Was meinst du mit Format? Na, was fehlt das aktuelle Meta oder wie halt aktuelles Spiel Spaß macht, oder? Ja, keine Ahnung, ich muss nicht so. Also, sag ich. Einfach Stellar Knight durch alles durchkämpfen. Nee, also ich würde auch was anderes spielen, würde mir jemand anderes mir andere Decks leihen. Also, okay. Hätte mir Kautz Shadow geliehen, würde ich Shadow spielen. Aber. Und was hoffst du von der Bandlist? Hast du irgendwelche Ideen oder so? Nee. Gar nichts. Also, nee, ich hätte schon Bock, wenn Infinity wieder hochkommen würde. Also 3 Arschfeind. Sonst irgendwas Emptiness vielleicht drunter oder so? Ja, ist mir scheißegal. Okay, gut, dann viel Erfolg in Top 8. Ja? Dankeschön. So, ich habe mir den nächsten geschnappt von den Top 8, den? Enrico Hase. Jo, und du bist auch aus? Wolfsburg. Aus Wolfsburg? Ich dachte, du warst mit Magdeburg? Ja, mit denen fahre ich öfter her, aber ich bin aus Wolfsburg. Ah, okay, gut. Dann, was hast du heute gespielt, Tolles? Return Anhalt. Jo, und? Das spielst du schon recht öfters, habe ich gesehen. Also warst du schon öfters hier, hast damit auch immer mitgespielt. Ja. Bist ganz vertraut mit dem Deck sozusagen. Ja, würde ich sagen. Okay. Was war heute deiner Meinung nach deine beste Karte? Welche Karte hat dir viele Spiele heute gewonnen? Raigeki. Raigeki, okay. Ich blende mal kurz über. Wieso Raigeki? Was hat das immer gemacht? Also, sie hat meistens die ganzen Cliffords weggeräumt oder mit Vella die BAs. Na gut, das ist natürlich stark. Ja. Dann meine nächste Frage. Sonst noch irgendwas Besonderes an deinem Main Deck? Ich sehe jetzt bei Trap Stunts. Die spielt auch nicht jeder. Ja, damit halt die ganzen Summits durchkommen manchmal. Okay, und kam auch heute die Traps dann, oder? Oder war die eher nicht so doll? Die war schon mal besser, also heute kam sie nicht so gut. Okay, dann zu deinem Side-Deck ist auch alles relativ bekannt, auch 2 Pulling the Rug. Ja. Wieso die? Weil viele haben ja Angst, dann die Alpha zu fressen, auf dem Altair oder so. Ja, das ist auch gegen Clifford, gegen die blöde Disc ist die auch gut. Und ah, okay. Stimmt, das geht auch noch. Mhm. Jo, und dann halt hier die volle Power gegen Shadow, BA. Ja, auf jeden Fall. Muss ja sein. Ja. Dann sehe ich in deinem Extra-Deck noch 2 Karten, die auch nicht jeder spielt. Einmal die Crazy Box. Ist halt auch gegen Clifford, wenn das
Okay, wenn es Skilled Renegade, gut. Dann habe ich hier noch einen Heroic Challenger, das sagt mir gar nichts. Was macht der Tolles? Der kann Fallenkarten negieren, einmal pro Zug. Ah, okay. Gut, und sonst, schwimmen wir mal kurz zurück, Moment. Wir haben zwei Kasten drin, hat auch nicht jeder, die meisten spielen nur einen. Und sonst halt alles, so diese ganzen Standard-Monster im Camp. Bitte raus! Bitte raus! Gut, ciao! Sorry für die kleine Unterbrechung. Dann meine nächste Frage noch an dich. Was hältst du vom aktuellen Meta? Wie findest du das? Ja, ich werde mich wachsen. Also im Moment ist halt Clifford sehr dominant und bin ein bisschen schadolten. Aber Stellar Knight kann wohl doch noch ganz gut halten. Wir haben halt wieder drei in den Tops. Ja, bei den Großen geht es meistens unter Events, aber... Jo. Und dann meine abschließende Frage an dich. Was denkst du, was mit der nächsten Bannedlist weggeht? Was verboten wird vielleicht oder was runtergesetzt wird? Blacklaster Switch, also weg. Okay, ja, da ist auch, wenn man gewinnt, viele Spieler. Und die Emptiness, was sagst du zu der? Dass die vielleicht noch mit runter geht auf 1 oder so? Ich hoffe, die geht auf 1. Ich denke, verboten wird sie nicht. Okay. Jo. Gut, dann danke ich dir. Gell? Willst du noch jemanden grüßen zum Schluss? Ja, alle, die mich kennen und ja. Jo, dann viel Erfolg in Top 8, gell? Danke. Warte. Jo, ich habe mir jetzt hier den letzten von den Top 8 gekrallt, den Jens. Auch liebevoll von uns Java genannt. Ja, das ist. Jo, wie lief dein Turnier heute? Wie bist du gegangen? Zu 2. Und was hast du Tolles gespielt? Quillpot. Okay. Jo, gibt es eine Karte in deinem Main Deck, die du besonders gut fandest, die heute viele Spiele gewonnen hat? Spiele gewonnen hat im Main Deck. Die für Spiegelkraft vielleicht, so als Tech-Card, die kein anderer hat? Nein, nicht unbedingt. Also die hat keine Spiele gewonnen. Also die meisten Spiele haben halt die ganzen Monster hier gewonnen. Also die Combo über Disc. Ja. Okay. Und also viele Monster drauf. Dein Tower, bist du mit dem zufrieden im Main Deck? Ja, der hat mir heute gegen auf jeden Fall in 2 Runden einen Sieg gebracht. Okay. Gut, dann gucken wir nochmal weiter auf dein Side-Deck. Auch ja nichts Besonderes. Wenn du überhaupt was rufst, ist es ja meistens. Natürlich, hier der Ouroboros. Ja, aber wenn du wirklich mal was rufst, ist es eigentlich der Cowboy oder der Exischen Knight, wenn überhaupt. Castell ruf ich ab und zu auch. Ja. Ist halt selten, dass man mal was ruft aus dem Extra-Deck. Du hast ja nur den Trampolinix, um was zu machen. Ja, das stimmt. Genau, dann zum Side-Deck. 2 Majestis Fiend, warum keine 3? 3, weil ich keine 3 habe. Ach, schade, okay. 2 reichen vollkommen. 2 Max Seed, 2 Vanity's Fiend. 2 Sturmkraft, 3 Schattenspiegel, dann 2 Abfang, die spielt auch sonst keiner, warum die? Ja, weil halt Mirror Match habe ich getestet und ja, ich finde die gut. Okay, er kann halt dann, wenn er mit der Scheibe finishen will, kann er dann halt nicht mehr finishen und du hast halt Monster mit 3-1 meistens liegen. Ja. Gut, dann zum Abschluss noch 2 Fragen. Erstens, was hältst du vom aktuellen Meta? Das ist soweit gut. Okay, und meine letzte Frage, findest du, dass irgendwas auf die Bannedlist gehen sollte? Ach, irgendwas auf die Bannedlist? Ja, vielleicht MTLS auf 2 oder BLS, was hältst du von dem? BLS kann man verbieten, aber muss nicht unbedingt sein. Okay, dann vielen Dank fürs Deckprofil und wir sehen, wir hoffen, dass du viel Erfolg hast in Top 8. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Gut. Jo, ich habe mir jetzt den nächsten geschnappt fürs Top 8 Deckprofil, den Ricardo. Aus Eisenberg in Thüringen. Genau so. Ach, Halleluja, endlich mal ein Thüringer hier. Das freut mich natürlich sehr. Und was hast du heute gespielt, Tolles? Ich habe ganz langweilig Clifford gespielt. Oh, schäme dich dafür. Ja. Jo. Dann gleich mal die erste Frage an dich. Welche Karte war heute mit Abstand die beste im Main Deck? Das ist eine schwierige Frage. Sie muss nicht unbedingt aufregend sein, reicht, wenn du sagst, die war cool, ja, die hat einige Spiele geholt. Der Klimawandel ist ganz wichtig. Okay. Ja. Ich spiele den einmal random, mehr braucht man den eigentlich nicht. Mhm. Das ist super und es ist halt gut, wenn das Tool weggeschossen wird, dann hat man es gleich auf der Hand. Genau. Sonst noch in deinem Meta, in deinem Main Deck, sorry, der Killer, den spielst du Main? Ja, ich spiele den Killer Main, weil das Deck konstant genug läuft, dass man den beschwören kann, wenn man ihn hat. Jo. Und wenn der Killer liegt, hat man in der Regel gewonnen. Und hast du das heute öfters geschafft oder eher nicht so? Ich muss gestehen, ich habe ihn im ersten Spiel beschworen und habe ihn auch sofort gewonnen, weil der einfach viel zu viel Plus macht und nie wieder vom Feld verschwindet. Okay. Ich borde ihn aber in der Regel raus, wenn ich Decks habe, die meinen Spielaufbau ändern. Weil, ja, wenn ich den,
Wenn ich am Spielaufbau gehindert werde, kann ich auch keinen Killer beschwören. Und, also Türmer heißt der eigentlich. Und ja, und dann ziehe ich ihn und dann ist er tot. Also okay. das ist nicht gut. Gut, dann noch ein Blick auf dein Side-Deck. Dann sehen wir halt auch wieder ein bisschen so Standardkarten. Leitspiegel, Dark Mirror, 3 Dust Tornado, 2 Zauberbrechender Pfeil fürs Mirror. Die Kelche sind natürlich auch gut gegen viele Decks. Das Dark Hole, warum das? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe kein 3 Gigi. Okay. Und das war die, naja, die Karte, die dem am nächsten kommt. Okay. Also gut. Das ist eigentlich nur, ich habe es auch nicht gebordet heute. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Jo, 2 Max C gegen BA. Und dann haben wir hier noch eine Karte, die wir früher kennen. Warum die? Ja, die Foucault-Kanone, die habe ich aus dem Grund drin, die ist ein normales Monster. Ja. Also suchbar über die, Kunst der Beschwörer. Genau. Hat eine passende Pendelscale mit 2 und hat einen ganz großen, also hat noch einen Vorteil, dass die in der Endphase eine offene Zauber- oder fallende Karte wegschießt. Ah, das die heißt, macht nur im Mirror-Match Sinn. Okay. Dass ich halt mir meine MSTs für andere Sachen aufheben kann und mache halt in meiner Endphase, wenn ich die aktiviere, schieße ich den vom Gegner eine Pendelscale weg. Und hast halt einfach mit Tool dann immer noch dein Scale und kannst alles rufen. Genau, genau. Dann zu deinem Extra-Deck, gibt es da irgendwas Besonderes zu sagen? Hast du überhaupt irgendwas gerufen aus dem Extra-Deck heute? Ja, ich hab heute einmal den Castell beschworen. Oh, okay. Ich kann normalerweise nie Monster aus meinem Extra-Deck beschwören. Ich habe, deswegen ist das ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Ich habe ein paar Fünfer drin, damit ich, wenn ich 2 Tools liegen habe, das kam schon mal vor. Kann passieren, genau. Ich habe 2 Sechser drin, die brauche ich wahrscheinlich nie, habe ich auch noch nie gerufen. Und ich habe 3 Achter drin. Das stammt aber noch aus der Zeit, als ich noch mehr als eine Muschel gespielt habe. Okay. Ich habe das Extra-Deck einfach nicht umgebaut, nachdem ich mein Deck umgebaut habe, weil ich sowieso nicht aus dem Extra-Deck beschwöre. Deswegen war das so... Weiß ich nicht, also das sind quasi 3 tote Karten, die Platz wegnehmen, aber ich... Ja, brauchst du ja nichts im Extra-Deck. Nee, normalerweise nicht. Jo, dann noch 2 Fragen zum Abschluss. Also einmal würde ich gerne wissen, was du vom aktuellen Meta hältst. Ich finde das Meta gut, es ist sehr ausgeglichen. Wir haben 3 sehr starke Decks. Sogar 4, oder? Wenn das Satella mitzählt. Ich würde Satella nicht als Tier 1 Deck zählen. Ja. Also ich nach meiner Einschätzung sind Clifford und Burning Abyss das Tier 1 und das Chateau, sagen wir mal, Tier 1,5. Okay. Es ist nicht mehr ganz so stark wie früher. Ja. Und Satella dann so Tier 2. Aber es gibt viele Decks, die momentan mit Tier 2 mithalten können. Und dass wir jetzt in den Tops 3-mal Satella drin haben, zeigt, dass es gar nicht so schlecht ist. Und dass auch die Tier 2 Decks Chancen haben, ganz oben mitzuspielen. Das finde ich sehr gut und sehr ausgeglichen. Okay. Dann meine letzte Frage. Was denkst du, wird von der Banned List betroffen werden, die in einer Woche erscheint? Ich glaube, dass man an Clifford nicht viel rütteln wird. Weil es zu neu ist. Weil es zu neu ist. Ich habe aber auch bei Heretic schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das wurde auch nach der ersten Bannliste sofort komplett zerrissen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kunst des Beschwörers ausgeht. Ja, der hat jetzt einen Reprint im Astralpack bekommen. Das heißt dann nicht. Ach so, ja, dann wohl nicht. Das ist genau dasselbe mit der Tourguide. Die kommt ja auch im Astralpack. Und ich denke mal, die werden sie vielleicht trotzdem einfach in die Karten. Was mich noch interessieren würde, was du denkst über Skilltrain und Vanity's Emptiness vor allen Dingen. Ob die vielleicht betroffen sein werden. Die wollten viele eingeschränkt sehen, aber es sind so viele Karten, die nicht eingeschränkt werden. Ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Da kann ich überhaupt keinen. Also ich habe bei der letzten Liste gesagt, die Lehre geht auf 1. Ist nicht passiert. Vielleicht jetzt, nachdem sie ihre Neclouds pushen wollen. Fürs nächste Format, wer weiß, na gut. Ja, die haben ja ihre eigene Lehre drin. Jo, dann zum Schluss die Frage, willst du noch jemanden grüßen? Ich würde grundsätzlich alle grüßen, die das Video angucken. Okay, also, gut, das ist auch mal schön. Gut, dann viel Erfolg in Top 8, gell? Danke. So, ich habe mir den nächsten geschnappt für die Top 8 Profile, den Nino. Und du bist heute wie durchgegangen? 6-0 mit 0 verlorenen Spielen. Also 12-0, Respekt für die Leistung auf jeden Fall schon mal. Danke. Und was hast du heute gespielt? Ich habe die Burning Artifacts gespielt. Okay. Hast du deine Artefakte angezündet oder warum nennst du die so? Ja, zuerst habe ich es damit versucht, aber dann ist mir auch die Idee gekommen, einfach clever die beiden Themen zu kombinieren und den Namen dazu zu geben. Ah, okay. Was macht das Deck dann im Endeffekt aus? Also was war dann halt die große Stärke oder der Vorteil des Decks? Die Stärke ist eindeutig die Flexibilität. Becko wird von mir einfach vernichtet durch die 3 Ignitions und 3 Doppelzyklone, die bereits im Main Deck drin sind. Zusätzlich zu den Sanctums, die ja wiederum auch die Moraltags holen, die auch die Becko removen. Die Burning Abyss bringen einfach die Konstanz rein, die den reinen Artefakts fehlt. Ansonsten wird Becko auch nochmal von Ringblast eliminiert. Ich habe mich dazu entschieden, auch den TT zu spielen. Okay. Einfach, damit mir gegnerische Spam-Decks nicht so sehr auf den Sack gehen. Okay. So. Ja, ansonsten 3 Emptiness, ganz normal.
Der BS im reinen Burning Abyss spielen sind wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe allerdings ja, wie du siehst, recht viele. Ja, man kann ihn noch spielen im Burning Abyss. Genau. Und meine Geheimwaffe, die leider heute, muss ich dazu sagen, noch nicht in den Vorrunden kam, war Norella. Der zerstört einfach 3 der 4 Metadecks, die gerade oben dabei okay. sind. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu deinem Side-Deck, ja, der Kreaturentausch. Wieso? Weil ich mit Nobelite auch gerechnet habe. In der Tat habe ich in der ersten Runde gegen Nobelite gespielt, wo sie auch kam. Mhm. Zusätzlich gegen Shadol, wenn mir die Winde einfach auf den Sack geht, dann nehme ich mir die. Okay. Ja. Und die Pulling the Rug, für was hast du die? Unglaublich stark gegen Satella. Die na, das Problem ist halt, finde ich, bei der, die kannst du halt mal Alpha noch kriegen. Ja, das ist egal. Okay. Das Risiko muss ich einfach eingehen. Alpha ist immer eine starke Karte, aber die macht halt ohne die Alpha unglaublich viel. Und die, ich liebe sie, ist meine absolute Lieblings-Sideboard-Karte. Jo, Lars hat die auch schon erwähnt, sie ist sehr stark. Gerade auch gegen die Denko-Sekka, dass du halt da noch Out gegen hast. Ja. Jo, ansonsten die board ich halt im Mirror-Match. Ja, mein Control ist Bosskarte im Mirror. Und die hatte ich einen Platz über. Okay, der Vader war der letzte freie Platz. Genau. Dann zu deinem Extra-Deck, das ist ja auch nichts Besonderes dabei, bis auf die letzte Karte vielleicht. Und zwar haben wir da diesen Rhythmus-Jam oder Rhythmus-Gin. Gitarre-Gin, glaube ich. Was macht der? Also warum ist der gut? Der gibt mir einfach die Möglichkeit, über Monster drüber zu kommen, wo sonst nur der Säuregolem drüber kommt, der allerdings die Gefahr mit sich bringt, dass ich daran sterbe. Ja. So habe ich den Säuregolem trotzdem noch für den Notfall und das, was nötig ist, erledigt erstmal. Okay. Ja, du hättest ja dann theoretisch noch die Möglichkeit, über diesen einen Burninger bis der Effekte negiert, aber hast du halt jetzt nicht drin, hast du keinen Platz. Nee. Und dann deine Meinung vom aktuellen Meta? Das ist ein sehr schönes Meta. Ich verstehe nicht die ganzen Leute, die meinten, dass das Meta jetzt so schlecht geworden ist, nachdem wir ein Meta hatten, was sehr offen war. Das Ganze ist immer noch recht offen. Das Problem ist bloß, es hat sich auch eine höhere Stärke darin verschoben. Ja, das Clifford finden halt viele nicht so schön, finden, habe ich gehört. Clifford, da kann man auch sehr, sehr viel gegen machen. Ist eigentlich ich finde das kein schönes Deck, weil du kannst eigentlich recht wenig gegen den Gegner machen. Du versuchst ihn bloß zu überrennen. Okay. Dann, was denkst du, was wird verboten? Oder was kommt auf die Bannetlist, die jetzt nächste Woche wohl erscheinen wird? Ich glaube, Burning Abyss werden sie immer noch nicht anfassen. Dante auf 1 wäre... Die Tourguide vielleicht? Vielleicht. Allerdings würden sie sich dann eingestehen, dass sie den Fehler gemacht haben, weil sie den erst vor einem halben Jahr wieder erlaubt haben auf 3. Ja, sie wollten vielleicht das neue Thema pushen, wer weiß. Vielleicht, vielleicht. Und die Lehre der Eitelkeit, was hältst du von der? Gut, nicht zu stark. Bei okay. Man hat bloß kaum Backrow-Removal. Die meisten machen nichts dagegen. Das Problem ist halt das Pendulum und die Mechanik, also im Clifford, dass halt viele sich darüber beschweren, dass die Cliffords halt nicht zerstört werden und dadurch halt dann, ja. Ja, ist okay. Ich finde das in Ordnung, die Karte. Okay, jo, das von dir und wir wünschen dir viel Erfolg in Top 8. Dankeschön. Jo, wir haben den nächsten von Top 8, den Gabriel Telles. Und du spielst heute was für ein Deck? Clifford. Okay. Warum hast du dich für Clifford entschieden? Weil das sehr stabil ist, meiner Meinung nach, und ja. Und was war heute mit Abstand die beste Karte? Auf jeden Fall Skilldrain. Okay. Weil viele spielen ja gar kein Skilldrain mehr. Warum? Die spielen das meistens nicht, weil sie denken, dass das im Mirror-Match eine tote Karte ist. Aber dafür gewinnen die in anderen Spielen halt fast immer das Spiel. Und halt Nightbeam ist auch sehr stark, finde ich. Okay. Und sehr gut war auch heute der Dynaterium. Jo, da kommen wir jetzt als nächstes zu sprechen. Dein Side-Deck, du hast 3 Sturmfront, kann man erst mal herum, Staubtonar ist auch klar. Ja. Dann was macht der Dynaterium? Also der kommt special. Jo. Und dann darf der Gegner ein Monster beschwören von meinem oder seinem Friedhof. Mein Friedhof ist meistens nix. Und jo. Ja. Man boardet den meistens im Mirror-Match oder gegen Evesong, damit man halt einen Extinction Knight bauen kann. Und dann Vorteil genimmt. Jo, 3 Max C gegen BA, 2 Flying C gegen BA. Dann warum den Vanity's Fiend und nicht den Majestus Fiend? Weil der besser ist gegen Shadow. Okay. Weil ich sporte den hauptsächlich nur gegen. Jo, gut, dann noch fix zu deinem Extra-Deck. Ja. Du hast halt, ja, braucht heute nicht viel. Ja, ich denke mal. Ich hatte nicht alles. Der einzige Karten, den man wirklich braucht, ist der Cowboy, denke ich mal, und der Extinction Knight. Jo. Gut, dann zum Abschluss noch 2 Fragen. Erstens, was hast du vom aktuellen Meta? Ich finde es dumm. Okay. Und zweite Frage, was soll verboten werden oder was soll runtergehen auf 1 oder so? Also BLS sollte verboten werden und auf 1, keine Ahnung, Tourgate vielleicht. Okay, gut, dann viel Erfolg in den Top 8, gell? Jo, danke. Und, ich bin jetzt hier mit einem weiteren Top 8 Profil, jetzt habe ich noch 2 vor mir. Richtig kreativ werden es jetzt noch 2 Cliffords.
Ich habe ja den Maximilian Kaus mit Clifford, ja? Genau. Jo, wie lief es heute mit dem Deck? War ganz gut, oder? Wie bist du in die Tops gekommen? Zu einem? Ja, ich war recht unzufrieden. Ich bin 5-1 gegangen, aber ich musste gleich mal gegen zwei Clifford, gegen zwei Burning Abyss spielen, was halt immer sehr schwierig ist. Gegen Burning Abyss habe ich auch verloren, Mirror Match habe ich immer gewonnen. Okay. Mirror Match kam halt die Stormboard extrem gut, Stormboard mit Sacrifice halt extrem gut. Erstmal kurz die Frage, was war die beste Karte im Main Deck? Also Scout, weser jeder, aber ich persönlich fand den Night Demon das Opfer extrem gut. Okay. Und von dem Compulse war ich auch überzeugt, dass das Warning-Spiel, aber das Compulse war an sich viel, viel besser. Und man muss man sagen, ich spiele einen Klimawandel Main, weil extrem viele Leute LSTs Main spielen oder Shadow und Burning Abyss extrem gut gegen die Backbone. Und alleine schon, wenn du die suchst, dann macht der Gegner meistens nie MSD als Scout, weil er halt denkt, gegen lieber gegen den Backbone. Jo, dann, ich denke mal, extra Deck wird nicht viel gekommen sein, wenn überhaupt das... Nein, an sich, wie der Italiener halt, an sich dasselbe Seideck, aber anstatt den dritten Benefits fallen, da habe ich halt noch einen Klimawandel, weil die noch mehr Backwork-Removal in Game 2 ist. Und ich finde, der kommt auch tot, wenn du nicht schon einen Stormboard hast, dann hast du Probleme, den rauszukriegen, erreicht das zweimal. Jo. Ja, wie gesagt, extra Deck halt gar nichts, da rufen wir, wenn überhaupt, Cowboy machen oder Accession Knight. Ja. Dann deine Meinung zum aktuellen Meta? Aktuell finde ich es eigentlich okay. Ich habe halt erst gedacht, dass extrem viel Satana Knight und Dragon Shadow gespielt wird, aber ich war halt überrascht, dass sehr viel Satana Knight noch gespielt wird. Also das finde ich, Meta finde ich momentan okay, weil halt 4-5 Decks noch gespielt werden können. Mich nervt es aber, dass es neue Set, dass da extrem viele Pushner kommen mit dem Neklot und dem Hero, das finde ich ein bisschen scheiße. Naja, das Hero ist eigentlich ganz cooler, freuen sich bestimmt viele drauf. Ja, ich freue mich auch drauf, aber es ist dann halt das Burning Abyss und Shadow als schlechter. Und dann noch letzte Frage, welche Karte findest du heute auf die Bannetlist, die jetzt in der Woche erscheinen wird? Definitiv BLS, den finde ich viel zu gut. Ansonsten finde ich auch das Emden, das viel zu viele Spieler entscheidet. Das sollte vielleicht auf 1 oder auf 2 sein, den ich so oft habe. Ansonsten finde ich es an sich ausgewogen. Jo, okay, dann viel Erfolg in den Tops, gell? Dankeschön.